Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um den M2 Competition. Ich möchte noch ein bisschen Gewicht reduzieren und deswegen baue ich heute die Rücksitzbank als auch die Rückenlehne aus und zeige euch, wie das funktioniert. Die Rücksitzbank, die sehen wir jetzt hier, die ist einfach nur aufgeklipst. Das heißt, ihr greift also von vorne unter die Rücksitzbank und zieht einmal nach oben und dann habt ihr die schon in der Hand bzw. losgelöst. Das ist jetzt also nochmal von vorne, wie gesagt, die habe ich jetzt schon ausgebaut. Die ist, wie gesagt, nur draufgeklipst, ganz einfach von vorne drunter greifen und einmal kräftig nach oben ziehen. Dann sind die Klipse gelöst und ihr bekommt sie raus. Und jetzt schauen wir mal, was allein diese Rücksitzbank wiegt, also was man sich da an Gewicht sparen kann. Ich selber nutze die nicht und ich nutze das Fahrzeug hauptsächlich auf der Rennstrecke, deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, die auszubauen. Gewichtstechnisch sind wir jetzt hier bei 6,7 Kilo. Sagen wir mal 6,5 Kilo, haben wir noch ein bisschen Toleranz sozusagen raufgerechnet, die wir jetzt hier also aus dem Auto rausbekommen. 6,5 Kilo finde ich schon ganz gut. Ich habe ja vor einiger Zeit schon die Batterie getauscht, auch da bin ich schon 20 Kilo leichter geworden. Das sind also alles Schritte in die richtige Richtung. Je leichter das Auto ist, desto einfacher hat es nachher die Bremse, desto weniger Querbeschleunigung sozusagen schiebt auf den Reifen, desto weniger stark wird der Reifen belastet. Das kommt dem Fahrzeug also nachher zugute. Hier sind wir jetzt im Auto. Diese Seitenverkleidungen, da verstecken sich sowohl fahrerseitig als auch beifahrerseitig jeweils eine Schraube darunter, die wir lösen müssen, um die Rücklehne ausbauen zu können. Und um an diese Schraube ranzukommen oder sichtbar zu machen, muss man hier einmal runtergreifen. Das ist so ein kleines Polster und das ist auch geklipst. Einfach ein bisschen nach oben bzw. leicht nach oben und nach vorne ziehen, dann löst ihr das und dann wird auch hier die Schraube sichtbar. Diese beiden Schrauben müssen wir jetzt lösen. Das mache ich jetzt hier. Da reicht es, wenn ihr die einfach ein bisschen anlöst und dann könnt ihr die mit der Hand rausdrehen. Es ist später einfacher, habe ich gemerkt, aber natürlich erst als ich fertig war. Deswegen der Tipp jetzt für euch gleich, wenn ihr diese Seitenverkleidungen vom Gurt, die ihr jetzt hier bei mir noch im Bild seht, fahrerseitig als auch beifahrerseitig komplett entfernt. Etwas später im Video, gegen Ende, zeige ich euch dann, wie ihr das macht. Das ist also sinnvoller, wenn man die gleich entfernt, dann hat man es leichter, wenn man mehr Platz hat. Jetzt ist es so, die Rückbank ist sozusagen zweigeteilt und man muss jetzt in der Mitte der Rückbank ist sozusagen so ein kleiner Stift, der ist an dem etwas längeren Teil befestigt und das kürzere Teil ist da eingesteckt. Das heißt, man muss das kürzere Teil jetzt von der Fahrzeugmitte nach außen ziehen oder außen drücken. Wir sehen das jetzt hier. Dieser Stift, der ist an der rechten, also an der jetzt hier Fahrerseite, an der größeren, am größeren Teil befestigt und der kleinere Teil ist da drauf geschoben. Wenn man den ganzen kleineren Teil eben ein bisschen nach links drückt, kann man den von dem Stift wegbekommen und dann diesen ersten Teil schon komplett rausnehmen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt an der Seite diese Gurtverkleidung da auch noch entfernt, dann habt ihr viel mehr Platz und es geht noch einfacher. Ich habe mir jetzt ein bisschen schwer getan, aber das war auch das erste Mal, dass ich das auseinandergebaut habe. Insofern könnt ihr aus meinen Fehlern lernen. Das ist jetzt die andere Seite, die etwas größere, und wie gesagt, die einfach jetzt auch zur Fahrzeugaußenseite drücken, sodass der Stift aus diesem Metallhalter rausgelöst wird. Und dann hat man auch das etwas größere Stück sozusagen schon frei und ausgebaut. Hier seht ihr das nochmal, dass diese Gurtverkleidung, wie gesagt, wenn man die abnimmt, ist es deutlich einfacher. Hier seht ihr das jetzt auch, ich habe die schon mal entfernt. Das ist jetzt der Plastikhalter, in dem die eingeklipst ist. Der sollte eigentlich mit raus, den nehme ich jetzt gleich noch mit weg. Der gehört nämlich da rein auf diesen Haken, auf diesem ja, Metall- oder Messinghaken. Und das Ganze sitzt dann eben dort in dieser Plastikbuchse und ist einfach nur auch reingeklipst. Ihr seht das jetzt hier, einfach nach vorne wegziehen mit ein bisschen Kraft. Dann funktioniert das. Ich zeige das jetzt auch nochmal auf der Fahrerseite, wie man das gelöst bekommt. Einfach, ich nehme jetzt hier ein Tuch, ein bisschen ja, sicherer, bevor man was verkratzt. Dann kräftig zupacken und mit Schwung das Ganze rauslösen, zack. Und dann ist das auch schon frei und dann könnt ihr das einfach, diese Gurtverkleidung auch noch entnehmen. Die ist jetzt nicht schwer, aber das würde nachher nur kleppern, weil einfach der Gesamtkontakt fehlt. Deswegen habe ich sie auch gleich mit ausgebaut. Die Schrauben, die befestige ich jetzt wieder an den Originalpunkten aus dem einfachen Grund. Ich lagere die ganzen Sachen jetzt bei mir im Keller zwischen und nicht, dass dann irgendwie die Schrauben verloren gehen, packe ich die einfach wieder da rein.
und dann sind die an Ort und Stelle und ich muss mir keine Gedanken machen. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die Schrauben einfach wieder direkt in die Halterung reindrehen. Die sind nicht schwer. Ich denke, da auf das Gewicht kann man verzichten oder das kann man vernachlässigen. So, und so sieht das jetzt aus. Die Rückbank ist draußen, die Rückenlehne ist draußen. Wir haben deutlich Platz gewonnen. Es sieht ganz schön leer aus. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir uns denn an Gewicht gespart. Das ist jetzt einmal das große Teil, das doppelseitige Teil. Und das ist einmal das kleine Teil, das von der Beifahrerseite. Also ich muss sagen, rein vom Fühlen her waren die schon relativ schwer. Jetzt fangen wir mal mit dem etwas kleineren Teil an. Was da die Waage sagt, wie viel das wiegt. Wir hatten jetzt 6,5 Kilo nur für die Rückbank. Jetzt schauen wir mal, was die Rückenlehne uns noch bringt. Das ist jetzt also das erste Teil. Ja, da sind wir also auch bei 6,5 Kilo. Also schon mal zweimal 6,5 Kilo wieder aus dem Auto raus, was ich sehr gut finde. Und jetzt schauen wir noch, was das größere Teil, das ist wirklich deutlich schwerer gewesen. Da ist ja auch dieser Becherhalter und sowas mit drin, außerdem auch relativ viel Metall an dem Teil selbst verbaut. Und was haben wir jetzt an Gewicht? 13,6 Kilo, ja, also 13,5 Kilo, das ist schon richtig ordentlich, also da ist jetzt schon wieder einiges an Gewicht aus dem Auto raus. Hier nochmal eine kleine Übersicht, wie gesagt, die Batterie hatte ich ja schon getauscht, da sind 20 Kilo rausgekommen, Rückbank, Rückenlehne, jeweils Fahrer-Beifahrerseite und dann diese kleinen Seitenverkleidungen, komme ich jetzt summa summarum auf 47 Kilo, was ich wirklich gut finde. Ich hoffe, das Video war hilfreich, ihr könnt es mit Informationen was anfangen. Jetzt schaue ich mal, wo ich noch Gewicht sparen kann, damit es beim nächsten Mal noch ein bisschen schneller geht. Viel Spaß und ciao!